Spieltag Nummer 25 in der Bundesliga steht an mit den Partien Gladbach gegen Bremen, Schalke gegen Hertha, Frankfurt gegen Hannover, Augsburg gegen Hoffenheim, Hamburg gegen Mainz und Wolfsburg gegen Leverkusen. Samstagabend dann Leipzig gegen Dortmund, Sonntag noch Köln gegen Stuttgart und Freiburg gegen Bayern. Hier seht ihr einmal alle Timelinks zu den jeweiligen Spielen. Kleine Info, heute gibt's die Samstagsspiele auch nochmal separat oben in der Konferenz. Dementsprechend sind die Spiele hier nicht sonderlich ausführlich. Die Tore sind zwar da, paar Chancen, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr es ausführlich haben wollt, dann klickt oben die Konferenz an, da sind die Spiele halt in voller Länge zu sehen. Ansonsten in der Infocard auch noch Quotenwilli verlinkt, kennt ihr, grüßt den, folgt dem, abonniert den und so weiter. Würde ich mich bei mir natürlich auch drüber freuen, wenn ihr darauf Bock habt, gerne Abo oder bla bla bla, aber ich laber so viel und schwall euch hier zu, dabei wollt ihr eigentlich nur Fußball gucken. Los geht's! Und danke nochmal für den Support, tippt gerne mit, jetzt geht's aber wirklich los. Borussia Mönchengladbach spielt am Freitagabend im Borussia-Park gegen Werder Bremen. Die Gladbacher konnten sich durch das 1:0 in Hannover den 7. Platz zurückholen und haben nur noch 4 Punkte Rückstand auf Platz 6. Der Direktvergleich ist fast ausgeglichen mit Werder Bremen, 41 Siege, 23 Unentschieden und 40 Niederlagen. Werder Bremen konnte die letzten 4 Pflichtspiele gegen Gladbach keinen einzigen Punkt holen, haben allerdings mit dem Derby-Sieg im Rücken gute Chancen, auch hier in Gladbach gut mitzuspielen. Im Borussia-Park trafen am Freitagabend 2 Teams aufeinander, die mit dem letzten Spieltag sehr zufrieden sein konnten. Die Gladbacher konnten nach 4 Spielen in Folge ohne Sieg mal wieder gewinnen in Hannover. Und beim SV Werder Bremen ging es im Derby-Sieg in der 86. Minute hochher, emotional natürlich, 1:0 am Ende, das Resultat, Eigentor van Drongelen. Aber gegen Gladbach sollte es natürlich nochmal ein Ticken brenzlicher werden, denn bei denen läuft es, wie gesagt, seit dem 1:0 auch ergebnistechnisch wieder. Vorher lief es ja spielerisch auch immer gut, chancentechnisch sind die Gladbacher sehr gefährlich, allerdings konnten sie diese nicht in Tore ummünzen. Aber Werder Bremen ist wohl besonnen, hier auch wirklich konzentriert zu spielen. Die Gladbacher allerdings starteten erstmal besser in diese Partie. Wie gesagt, ergebnistechnisch klappte es in den letzten 5 Spielen nur ein einziges Mal gegen Hannover. Da haben sie sich dann aber letztendlich wieder fangen können. Die erste Möglichkeit von Thorgan Hazard hier nach 9 Spielminuten für die Gladbacher. Trifft allerdings nur das Außennetz, Pavlenka muss nicht eingreifen. Aber Gladbach hat sich das 1:0 gegen Hannover auch redlich verdient, doch Bremen spielte hier auch gut mit. Nach 15 Minuten dann die erste Möglichkeit, Zlatko Junuzovic mit dem Abschluss, ist sogar mehr drin gewesen. Allerdings Jan Sommer hat da auch ein bisschen Glück, reagiert aber auch gut. Und verdient sich so diese Parade und verhindert das 0:1. Aber Gladbach auch immer wieder positiv nach vorne. Es war eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bobadilla nach 22 Spielminuten testet Pavlenka. Der Schuss allerdings zu drucklos und dementsprechend kein Problem für den Bremer Schlussmann. Und vor der Pause dann nochmal Bremen. Das ist Eggestein. Und wenn der noch ein, zwei Schritte geht, dann ist das hier vielleicht sogar die 100%ige Torchance. So ist er nicht in optimaler Position, schließt etwas überhastet ab. Jan Sommer freut sich, verhindert das psychologisch wertvolle 1:0 für Werder Bremen direkt vor der Pause. Im zweiten Durchgang dauerte es dann 10 Minuten und dann ging es aber richtig los. Vincenzo Grifo, 55. Spielminute, endlich sein erstes Saisontor. Und Gladbach damit in Führung. Es war eine Frage der Zeit, wann hier das erste Tor fallen würde. Für wen es fallen würde, war unsicher. Gladbach in diesem Fall die Mannschaft, die das erste Mal an diesem Abend trifft. Aber Bremen davon noch eher angestachelt. Denn sie kam nur wenig später. Belfodil mit der Flanke aus dem Halbfeld und Thomas Delaney postwendend mit dem Ausgleich. 57. Spielminute. Sein zweites Saisontor sorgt hier direkt für das Unentschieden. Zumindest nach 58 Spielminuten. Delaney ist da natürlich viel zu frei. Schöne Hereingabe von Belfodil. Delaney stand übrigens nicht im Abseits. Unten Elvedi hebte das Ganze
auf. So vielversprechend, wie die zweite Halbzeit anfing, ging sie leider nicht weiter. Es dauerte lange, bis hier wieder Möglichkeiten kamen. Hier, Sie sehen es, das sind keine wirklichen Torchancen. Aber Gladbach kam nochmal, war tendenziell hier mehr gewillt, den Dreier zu holen. Natürlich, vor eigenem Publikum für Bremen wäre dieses 1:1 gegen starke Gladbacher durchaus zufriedenstellend. Und das können sie hier auch sichern. Die letzte Möglichkeit auch abgewehrt. Gladbach und Bremen trennen sich in einer guten Partie, besonders in der ersten Halbzeit, verdient mit 1:1. Jo, und jetzt hier die kleine Info nochmal. Oben ist die Konferenz verlinkt. Das heißt, wenn ihr auf diese Partien, 5 sind es an der Zahl, die hier stehen, richtig Bock habt, dann klickt oben auf die Konferenz und schaut euch danach hier die Zusammenfassung an. Jetzt kommen, wie gesagt, nur ganz kleine Zusammenfassung, circa 2 Minuten. Wer darauf halt nur Bock hat auf Zusammenfassung, ja, die sind heute leider etwas kürzer, aber wie gesagt, oben ausführlich, wenn ihr da mehr Bock drauf habt. Und jetzt geht's halt weiter mit Schalke gegen Hertha in Kurzfassung. Dem FC Schalke 04 kam das 2:0 gegen Leverkusen natürlich so richtig gelegen im Kampf um die direkten Champions-League-Plätze. Und Hertha mit dem 0:0 in München sehr, sehr zufriedenstellend. Und sie starteten hier auch durchaus mit Selbstbewusstsein. Davy Selke kam hier zur ersten Möglichkeit nach 13 Minuten mit dem Abschluss. Allerdings noch etwas überhastet in den Himmel der Veltins-Arena, wenn man das so sagen möchte. Aber auch Schalke spielte natürlich mit. Stark ist das hier mit dem Fehler in der Vorwärtsbewegung. Mbolo luchst ihm den Ball ab und Amine Harry trifft nur das Außennetz. 21 Minuten gespielt. Es war eine offene Partie. Beide Teams konnten hier gut mitspielen. Und so kam dann Schalke zur nächsten Möglichkeit. 23. Spielminute. Die Santo frei im 16er. 4. Saisontor für den Argentinier. 1:0 für die Gastgeber. Der Pass, der zu Di Santo kommt, war natürlich deutlich zu einfach. Und er war dann eiskalt. Lässt Rune Jahrstein aus der Distanz keine Chance. Aber auch Hertha spielte weiterhin gut mit. Ließ sich von diesem 1:0 nicht einschüchtern. Ralf Fährmann hier mit der Parade gegen Salomon Kalou. Es war wirklich eine offene Partie. Beide Teams spielten gut mit und Schalke eben etwas effektiver im Abschluss. Und kurz vor der Pause dann Naldo mit der Möglichkeit zum 2:0, vergibt allerdings die Chance. So stand es 1:0 zur Halbzeit. Zweiter Durchgang, ging da nicht mehr ganz so viel hin und her. Es waren immer wieder Schüsse aus der Distanz. Hier Bentaleb mit einem schönen Schuss, der das 2:0 ja per Elfmeter geschossen hatte gegen Leverkusen. Testete Jahrstein, aber der ist zur Stelle. Ein starker Rückhalt in dieser Saison. Und wir gehen in die 90. Minute. Nochmal die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Salomon Kalou scheitert allerdings an Ralf Fährmann. Und so blieb es dann am Ende beim 1:0 für Schalke. Eine tolle Partie, eine offene Partie. Im Endeffekt Schalke, die ja nicht unverdiente Sieger. Hertha hätte allerdings auch einen Punkt mitnehmen können. Sowohl Frankfurt als auch Hannover konnten am letzten Spieltag keine Punkte holen. 2x0:1, beide Spiele, die nicht den Weltuntergang bedeuteten. Nichtsdestotrotz hätte man natürlich zumindest einen Punkt jeweils gerne mitgenommen. Aber so kam es nicht, deswegen hier die Partie zwischen zwei Verlierern des letzten Spieltages. Allerdings eine gar nicht so schlechte, denn beide Teams spielten gut mit. Besonders Frankfurt mit vielen Akzenten nach vorne. Die Auswärtsstärke ja zumindest gegen Stuttgart so ein wenig dahingesiegt, aber nichtsdestotrotz natürlich zwei Teams mit starken Saisons und dementsprechend kam hier auch eine Partie zustande, wo beide Teams gut und locker aufspielen konnten. Hannover kam nur nicht so recht zu zwingenden Möglichkeiten, Frankfurt immer wieder mit Möglichkeiten in Richtung Hannover Gehäuse, aber es kam noch nicht zum Tor. Und so dann Ivar Fossum, kurz vor der Pause, schöner Abschluss aus der zweiten Reihe, allerdings auch der nicht gefährlich genug, ohne letztendlichen Erfolg. Allerdings weiterhin eine offene Partie, Hannover im zweiten Durchgang, wieder mit Möglichkeiten, die allerdings nicht das Tor und nicht Lukas Radetzky beanspruchten. Doch recht deutlich drüber dieser Schuss. 20 Minuten vor dem Ende wachte dann Frankfurt nochmal auf. Sie wollten gerne
Dann zu Hause gewinnen, aber in letzter Sekunde kommt hier Chauner noch an den Ball, kommt gut raus, verspitzt den Winkel und verhindert das 0:1. Aber nochmal Negativ-Highlight kurz vor dem Ende. Fallett ruppt hier komplett unnötig rein. 5 Minuten vor dem Schluss. Der anschließende Freistoß. Allerdings ohne mal wieder den Erfolg, den es gebraucht hätte. Denn gut 2 Meter fehlten hier. Radetzky wäre sonst vermutlich auch zur Stelle gewesen, wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre. Aber Hannover in Überzahl jetzt zur Schlussphase noch mal ein bisschen mit Oberwasser. Bakalos letztendlich mit der abschließenden Möglichkeit der Partie. 93. Spielminute. Der Lucky Punch trat nicht ein. Frankfurt und Hannover trennen sich im Endeffekt verdient mit 0:0. Die Spielanteile waren ausgeglichen und dementsprechend beide mit diesem Punkt nicht unzufrieden. Der FC Augsburg konnte am vergangenen Montagabend im Signal Iduna Park natürlich unter etwas anderen Bedingungen trotzdem vor großer Kulisse einen guten Punkt mitnehmen und sie begann hier gegen Hoffenheim, die nach dem 1:1 gegen Freiburg nicht sonderlich zufrieden waren. Sehr, sehr auffällig, sehr gut, viele Chancen produzierten sie nach vorne, aber auch Hoffenheim kam immer und immer wieder zu Möglichkeiten. Serge Gnabry hier nach 18 Spielminuten hätte auch durchaus das 0:1 sein können. So kam vor der Pause der FC Augsburg. Jonathan Schmid mit der Flanke und dann auf einmal Philipp Max, der linke Verteidiger per Kopf mit dem 1:0 für die Fuggerstädter. Sein 2. Saisontor erst, er ist natürlich in der Regel für seine Assists bekannt, aber nichtsdestotrotz, wenn er trifft, dann spricht er ja auch nichts dagegen aus Sicht von Manuel Baum. Akpo Guma sieht da nicht gut aus im Kopfballduell, denn Philipp Max ist nicht der Größte und trotzdem setzt er sich dadurch. Der zweite Durchgang begann genauso, wie er aufgehört hatte, mit einem Tor für den FC Augsburg und wunderschön. Dieser Treffer, Sean Parker, gerade erst eingewechselt worden, zwirbelt den Ball in den Winkel. Hoffenheim brauchte dann ein bisschen, um sich davon auszukurieren, denn der FC Augsburg lieferte eine wirklich sehr, sehr gute Partie ab. Pavel Kaderabek ist das hier, verpasst allerdings nur wenig später, dann war er aber wieder zur Stelle. Der Tag scheinbar, an dem die Außenverteidiger per Kopf zur Stelle sind. Max auf der Gegenseite, jetzt war es Pavel Kaderabek. Und sie kam nochmal zur Möglichkeit, hier ein 2:2 mindestens mitzunehmen. Aber Marvin Hitz war hier zur Stelle. 82. Spielminute, ist er flink genug unten und pariert den Schuss von Marc Uth. Aber wir springen in die 90. Nochmal Hoffenheim. Lukas Rupp auch eingewechselt worden. Lukas Rupp zieht den Ball fast in den Winkel. Marvin Hitz ist zur Stelle und hält im Endeffekt das 2:1 für Augsburg fest. Eine ausgeglichene, eine aufregende Partie endet am Ende aber nicht unverdient mit 2:1 für den Gastgeber aus Augsburg. Diese Partie müssen wir gewinnen, sagte Heribert Bruchhagen am vergangenen Sonntag nach der so niederschmetternden Derby-Pleite, aber es ging hier gar nicht gut los für den HSV, denn Giulio Donati erzielte nach 8 Minuten bereits das 0:1 für die Gäste. Und so oft wie dieses "Wir müssen gewinnen" auf den Lippen der Hamburger lag, so oft wurde dieses dann wieder niedergetrampelt mit Füßen von Gegnern, die gut dagegenhalten konnten gegen Hamburger, die nach 20 Minuten dann die erste Möglichkeit in dieser Partie aufs Papier brachten. Bakary Yatta wieder von Beginn an dabei und Jung nimmt da Kostic den Ball etwas übereifrig mit, weg vom Fuß oder vom Kopf. Und dementsprechend weiterhin 0:1, 26. Minute, Möglichkeit nach Freistoß, Muto allerdings, der deutlich über den Kasten, Martinha muss nicht eingreifen. Weiterhin aber 0:1 und selbst ein Punkt wäre hier ja zu wenig für den HSV. 37. Spielminute, Hahn fast mit dem Ausgleich. Der wäre jetzt vor der Pause nicht unverdient gewesen.
Allerdings blieb er hier noch, versagt André Hahn, tritt weiterhin, was die Tore angeht, auf der Stelle. Aber Mainz kam dann im zweiten Durchgang durch Nigel de Jong, einem ehemaligen Hamburger. Manch einer wird sich da sagen, ja, das waren noch Zeiten, als der noch dabei war. Martinia pariert eben gegen diesen Nigel de Jong. Und so kam dann der HSV nach 66 Minuten zum Ausgleich. Bobby Wood, zweites Saisontor für ihn. Seit dem zweiten Spieltag war er ohne Tor. Hier ist er viel zu frei und zeigt, dass er vor dem Kasten eigentlich durchaus den Riecher haben kann. So kam der HSV sogar noch zur Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Und das wäre natürlich notwendig gewesen, um Mainz wieder etwas näher auf die Pelle zu rücken. Es kam nicht dazu. Der HSV mit diesem 1:1 deutlich zu wenig, taumelt weiter in Richtung Liga 2 und Mainz hält den Abstand gegen den HSV hoch. Spiel 1 unter Bruno Labbadia ging für den VfL Wolfsburg mal wieder unentschieden aus. Hier zu Hause gegen Leverkusen sollte es wieder zu einem Sieg mal reichen nach langer Zeit und es ging gar nicht so schlecht los. 33. Spielminute, 7. Saisontor für Daniel Didavi. Überlistet aus kurzer Distanz Bernd Leno, bringt damit seine Wölfe in Führung. Und Leverkusen mit dem nächsten Rückschlag, Fragezeichen nach dem 0:2 gegen Schalke. Sind sie eigentlich angewiesen wieder zu gewinnen? Der zweite Durchgang begann dann für die Gäste deutlich besser. Karim Bellerabi auf Alario, der leitet weiter auf Tin Yedwai. Der Innenverteidiger, der in den vergangenen Spielzeiten des Öfteren mal erfolgreich war. In dieser Saison aufgrund von vielen Verletzungen ist das sein erster Treffer zum Ausgleich. Der hielt aber nicht sonderlich lange. 66. Spielminute, Paul Verhaag, Direktabnahme. Drittes Saisontor für den Ex-Augsburger. Nach Flanke von der linken Seite hält er den linken Schlappen hin. Überlistet Leno und bringt den VfL wieder in Führung. Aber auch die wurde wieder egalisiert. Kevin Volland, 79. Spielminute. 2:2, eine torreiche Partie mit vielen Chancen, hüben wie drüben. Und es drohte für den VfL das nächste Remis. Kevin Volland, schöne Abnahme mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Aber die Partie war noch nicht zu Ende geschrieben. 86. Minute, Yunus Malli testet Leno, der hält erst. Aber dann kriegt Daniel Didavi die Pille auf den Schlappen und so macht er 4 Minuten vor dem Ende das 3:2, das so erlösende Siegtor für Bruno Labbadia und für im Endeffekt nicht unverdient am Ende als Sieger dastehende Wölfe. Und Leverkusen steht wieder mit leeren Händen da. Die Top-Partie des 25. Spieltages lautete Leipzig gegen Dortmund. Das Hinspiel gewannen die Bullen mit 3:2, aber am letzten Spieltag ging es gegen den 1. FC Köln 1:2. Verloren natürlich gegen starke Kölner, muss man auch immer dazu sagen, wenn man Tabellenletzten liest und erwähnt. Der BVB hat auch gegen Leipzig den negativen Direktvergleich. Ein Sieg, 0 Unentschieden und 2 Niederlagen stehen da auf dem noch recht frischen Papier. Allerdings wollen sie natürlich den zweiten Platz bestätigen, den sie nach dem 24. Spieltag innehatten. Für beide Teams ging es am vergangenen Spieltag nicht sonderlich hoch her. Dortmund nur ein 1:1 gegen Augsburg am Montagabend und Leipzig, ja, das war auch gegen den 1. FC Köln nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hatte. Man hätte zur Halbzeit schon deutlich höher führen können, aber man verpasste es und verlor am Ende gegen den Tabellenletzten aus Köln, eben mit 1:2. Nichtsdestotrotz die Aufstellung ein wenig angepasst. Werner war von Beginn an dabei. Bei Borussia Dortmund allerdings gab es keinen Wechsel. Da vertraut Peter Stöger trotz des enttäuschenden 1:1 gegen Augsburg der gleichen Elf, Batshuayi im Sturm. Und die Dreierreihe davor mit Schöle, Götze und Reus ebenso bekannt. Dortmund begann etwas offensiver und auch gefährlicher. Reus mit dem Eckstoß von der rechten Seite. Der Ball fliegt da ein wenig durch den Strafraum. Dann ist Piszczek
mit dem Kopf da, aber Gulaschi kein Problem, den Ball abzufangen. Und die Szene im Anschluss direkt, der Gegenangriff läuft über Sabitzer und über Brümer, über die linke Seite, 8. Spielminute. Brümer zieht in den Strafraum rein und Emil Forsberg haut den Ball unten rechts ins Netz. Erst das zweite Saisontor für den Schweden. Nach langer Verletzungspause konnte er in den vergangenen Tagen wieder mehr und mehr einsteigen. Hatte auch schon einen Kurzeinsatz und war jetzt zur Stelle. 1:0 für Leipzig und das motivierte sie und sie kamen weiterhin besser nach vorne. Und dann Timo Werner mit dem Kunststück, den Ball doppelt an den Pfosten zu schießen und von da ging der Ball dann nicht in den Kasten. Wir springen kurz vor dem Pausenwechsel in die Partie zurück, denn Dortmund kam jetzt nochmal mit dem letzten Kraftakt. Castro erstmal 45 Minuten hier fast absolviert, aber der Schuss nicht stark genug. Doch Dortmund mobilisiert jetzt doch nochmal die Kräfte, denn Castro mit der Vorlage auf Batshuayi und der hat jetzt auch Aluminiumpech. Also unmittelbar vor der Pause hätte der BVB hier durchaus das 1:1 verdient gehabt. So allerdings weiterhin 1:0 und Leipzig im zweiten Durchgang wollte sich nicht wieder eine Pausenführung aus der Hand nehmen lassen, wie schon im letzten Spiel angesprochen gegen Köln. Sie wollten jetzt den zweiten Treffer machen, Bürki allerdings zur Stelle, pariert den Ball stark zum Eckstoß, aus dem nichts resultierte. Eine Stunde gespielt, Dortmund wurde wieder stärker. Das ist Castro im Endeffekt. Allerdings ist Gulaschi da, der sich auf den Ball schmeißt. Da war deutlich mehr drin. Castro kommt nicht zum Abschluss. Es ging so langsam in die Schlussphase über. Batshuayi kann den Ball lange halten und Pulisic mit seiner Qualität kann er da deutlich mehr draus machen. Weiß er natürlich auch, aber die Schlussphase ging klar auf das Konto des BVB. Götze mit der Balleroberung, Upamecano kriegt den Ball nicht raus. Das ist Marco Reus, zurück auf Mario Götze, der den Ball lange halten kann. Bisschen Wirrwarr und im Endeffekt ist es Pech für Dortmund, dass Gulaschi dann auch irgendwie den Fuß rankriegt. Schöner Schuss von Pulisic, allerdings wieder ohne Erfolg. Das war's dann, Leipzig gewinnt am Ende mit 1:0, aber der BVB über die 90 Minuten gesehen definitiv nicht die schwächere Mannschaft, hätte mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar 3 Punkte verdient gehabt. Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion ist der VfB Stuttgart beim 1. FC Köln zu Gast. Das Hinspiel verloren die Geißböcke mit 1:2, sind aber nach dem 2:1 in Leipzig am vergangenen Spieltag weiterhin auf Wunderkurs, sind jetzt punktgleich mit dem HSV. Und der VfB Stuttgart konnte unter Korkut in den letzten 4 Spielen 10 Punkte sammeln und haben 3-mal in Folge zu 0 gespielt, jeweils 1:0 Sieg. Haben hier also auch keine schlechten Chancen gegen, aber auch eben formstarke Kölner. Platz 5 gegen Platz 3 treten hier gegeneinander an, wenn man die Rückrundentabelle zur Hilfe nimmt. Beide Teams überragend in Form, stehen deutlich schlechter da, als es die momentane Tabellensituation darstellt. Besonders der 1. FC Köln hat gegen Leipzig wieder beweisen können, dass sie noch lange nicht tot sind. Egal wie oft sie das schon geglaubt wurden. Der VfB Stuttgart unter Taifun Korkut allerdings auch super in Verfassung. Es sollte im gewohnten System auf des Gegners Platzes rangehen. Im 4-4-2 Bartstuber mal wieder auf der 6 zusammen mit Askasiba und in der Doppelspitze Gomez und Ginczek, die beide nicht treffen konnten am vergangenen Spieltag, sondern Erik Tomny, der über links von Beginn an ran durfte. Köln spielte allerdings auch munter auf, natürlich als Heimmannschaft. Und wenn sie weiterhin dran glauben wollen, dann wäre hier auch ein Sieg absolut essentiell, um Stuttgart nicht so weit auf Distanz zu halten, um dichter ranzukommen. Und Simon Terodde, das ist natürlich die Geschichte. Nach 20 Minuten gegen seinen Ex-Club macht er das 1:0 und was für ein Ding. Da haut er einfach mal aus knapp 23 Metern auf den Kasten. Zieler ist etwas überrascht und der erste wirkliche Torschuss der Partie
bringt das 1:0. Toller Schuss von Simon Terodde. Ja, sowieso klasse in Form. Bestätigt er hier. Und Zieler etwas zu weit vorm Kasten. Aber Stuttgart ließ sich davon nicht unterkriegen. Unter Korkut jetzt erst das zweite Gegentor. Und so kam sie dann direkt im Anschluss zur Möglichkeit. Schöner Ball zwar, allerdings Askar Sieber ein Schritt zu spät, dass Horn aufpassen konnte. Aber nach einer halben Stunde weiterhin Stuttgart, die etwas aktivere Mannschaft nach dem 1:0 Rückstand. Und Erik Tommy fast mit dem Ausgleich. Setzt sich da im Kopfballduell gut durch. Allerdings kein Problem für Timo Horn, der überragend auch wieder in Form ist. 34. Spielminute, Köln mit der nächsten Möglichkeit und der nächste Treffer. 9. Saisontor für Simon Terodde. Und es fällt einem natürlich schwer, da noch irgendwelche Superlative zu finden, aber natürlich trifft er. Natürlich ist es Simon Terodde, der gegen seinen Ex-Club einen Doppelpack macht und den ersten FC Köln weiterhin auf Wunderkurs halten kann. Aber der zweite Durchgang, Stuttgart wieder mindestens auf Augenhöhe, und dann kam das auch ergebnistechnisch aufs Papier. Daniel Ginczek, 5. Saisontor, bringt kurz nach der Pause die Gäste wieder ran. 2:1 nur noch, Gomez mit der genialen Vorlage und dann Horn, die Sicht ist ein bisschen von Sörensen verdeckt und der platziert geschossene flache Ball schlägt unten ein, so dass Horn nicht parieren kann. 20 Minuten vor dem Ende, Stuttgart drückte jetzt natürlich. Ein Unentschieden wäre für sie deutlich besser als für Köln. Besonders nach dem Spielverlauf allerdings ist es hier Timo Horn, der wieder zur Stelle ist. Diesmal in der kurzen Ecke parieren kann. Timo Horn ist ein super Typ, den man im Abstiegskampf gut gebrauchen kann. Dieses 2:1 wäre so wichtig, aber Stuttgart wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Daniel Ginczek allerdings mit der letzten Möglichkeit nochmal, zumindest aus seiner Sicht, zum 2:2. Stuttgart kam nämlich nochmal. 8 Minuten vor dem Schluss knapp. Daniel Ginczek mit der Vorlage, mit der Vorlage. Aber Benjamin Pavard, der Innenverteidiger, beweist, dass er als Hauptberuf eben nicht Mittelstürmer gelernt hat. Köln gewinnt also dieses wichtige Spiel mit 2:1, ist damit weiter auf Wunderkurs. Den Spieltag schließen der SC Freiburg und der FC Bayern München am Sonntag um 18 Uhr im Schwarzwaldstadion ab. Die letzten drei Spiele gingen aus Freiburger Sicht mit 2:11 allesamt verloren, und zwar teilweise sogar richtig derb. Sind allerdings seit November zu Hause ungeschlagen, und da kam der FC Bayern dann als Gast. Der Direktvergleich geht natürlich klar auf das Konto des Rekordmeisters. 26 Siege, 6 Unentschieden und lediglich 4 Niederlagen. Das 0:0 gegen Hertha allerdings bewies auch, dass der FC Bayern nicht unverwundbar sein kann. Der SC Freiburg und der FC Bayern München beendeten den 25. Spieltag im Schwarzwaldstadion am Sonntagabend um 18 Uhr. Der SC Freiburg hat nach einer Niederlage in Hannover wieder in die Spur gefunden. 4 Punkte aus den letzten beiden Partien bestätigen die gute Form, die sie momentan innehaben. Dementsprechend auch keine Veränderung in der Startaufstellung von Christian Streich. Beim FC Bayern München hingegen hat sich so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm eingeschlichen, wie schon so oft in den letzten Jahren. Möglicherweise in der Bundesliga etwas schluderig agierend, natürlich 0:0 gegen Hertha. Auch ein Resultat, das jetzt keine Welten zusammenbrechen lässt beim Rekordmeister. Nichtsdestotrotz, zufriedenstellend war dieses Ergebnis sicherlich nicht. Aber sie sagten dann hier gleich von vornherein, wer der Boss im Haus ist, auch wenn es das Stadion des Gegners sein sollte. 5 Minuten gespielt, Arjen Robben mit der ersten Möglichkeit aus Spitzenwinkel. Scheitert hier noch am Innenverteidiger und an Alexander Schwolo. Aber der SC Freiburg, was er sich möglicherweise vorgenommen hat, stabil hinten stehen, das klappte nur so bedingt, denn die nächste Möglichkeit folgte auf dem Fuß. So kam sie dann aber auch selber mal
nach vorne. Bayern war hinten relativ unachtsam, denn der SC Freiburg brachte nicht viel nach vorne. Hier allerdings eine Möglichkeit war das natürlich nicht, aber sie setzten zumindest mal Ulreich etwas unter Druck. 25 Spielminuten jetzt von der Uhr. Und es war natürlich die Frage der Zeit, die hier mal wieder gestellt wurde. Wann fällt das 0:1? Denn klar war, wenn Freiburg so weiterspielen würde, dann würde es nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn der FC Bayern lässt sich normalerweise ein Gros an Chancen nicht nehmen. Zumindest irgendwann muss der Ball ja reinkommen. Aber der SC Freiburg versucht es zumindest. Allerdings diese Hereingabe von Petersen noch deutlich zu schwach. Jetzt eine Stunde gespielt. Bayern weiterhin auf der Suche nach dem hundertprozentigen Torabschluss, der dann auch zum Erfolg führt. Hier ist es Robben mit rechts, auch ein bisschen symptomatisch. Auch das führte nicht zur Führung. Dann die Riesenmöglichkeit. Thiago, genialer Ball von Arjen Robben in die Spitze, aber Thiago scheitert an Schwolo, der hier natürlich einen Sahnetag erwischte. Muss man natürlich auch, um gegen Bayern erfolgreich zu sein. Und so kam sogar Petersen zur Chance, 10 Minuten vor dem Ende den Führungstreffer zu erzielen. Allerdings wäre das wahrscheinlich auch noch zu früh gewesen. 10 Minuten unter Hochdruck der Bayern. Da kann man fast für ein Gegentor garantieren. Und so kamen die Bayern trotzdem auch. 86. Spielminute. Vidal mit dem Ball auf Alaba. Tolisso mit dem vermeintlich 0:1. Aber Alaba stand im Abseits. Tolisso nicht der Übeltäter. Alaba, der den Ball auf Tolisso weiterleitete, stand eben im strafbaren Raum. Und so kam Freiburg nochmal kurz vor dem Ende. Vor 2 Jahren konnten sie in der Abstiegssaison gegen Bayern gewinnen durch Petersen in der 89. Spielminute. Und hier scheint sich Geschichte zu wiederholen. 13. Saisontor für Nils Petersen. Und was für ein wichtiges Tor für den SC Freiburg. Unglaublich. Was für eine Partie. Sven Ulreich ist chancenlos. Der Ball ist natürlich perfekt platziert, direkt gegen den Pfosten gesetzt. 1:0 gewinnt Freiburg am Ende gegen Bayern. Eine unglaubliche Partie, die der FC Bayern natürlich nie im Leben verlieren darf. Allerdings, der Weltuntergang ist das für den Rekordmeister trotzdem auch nicht. So, und hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose in der Übersicht und meine Tipps dazu. Ihr seht also, Bayern ist auch bei FIFA schlagbar. Ich glaube jetzt nicht dran, ihr seht's. Aber ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen oder ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich danke allgemein für den Support und für das ganze Mittippen. Oben rechts in der Infokarte alle 5 Samstagspiele in der Konferenz ausführlich. Auch nochmal Quotenwilli, schaut den an, schaut da rein und liebe Grüße auf jeden Fall. Sehr empfehlenswerter Prognosenkanal. Sonst danke fürs Zuschauen. Macht's gut, viel Spaß bei der Bundesliga und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes.